Mit unserem letzten Tipp für den diesjährigen Adventskalender wird es ein bisschen festlich. Schauen wir doch zum Abschluss in die Palette Kontur. Wenn wir dort das Flyout-Menü aufklappen, dann sehen wir, es gibt da gar nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt die Konturenstile. Wenn man die aufklappt, dann hat man hier die Möglichkeit, verschiedene Formate anzuwenden und man kann auch neue Konturenstilformate anlegen. Da kann man viel lustige Sachen mitmachen, man kann Streifen definieren, und man kann gepunktete Linien definieren. Da ist viel Spaß möglich. Wenn man aber einen neuen Konturenstil macht und dem den Namen Lights gibt, also das englische Wort für Lichter, dann hat man ein Easter Egg herausgefunden, das Adobe bei InDesign reinprogrammiert hat. Das sieht dann so aus. Und wenn ich diesen Typ jetzt auf meine beiden Kreise hier anwende, dann sieht das so aus. Und ja, mit diesem kleinen lustigen Tipp und Effekt möchten wir uns in diesem Jahr von euch verabschieden und wünschen euch ein paar schöne, ruhige Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches 2022.